Dimensionen. In einem Labor der CBMed GmbH, einem Kompetenzzentrum für klinische und biomedizinische Forschung in Graz. Ich habe gerade eine Harnprobe für eine Spezialuntersuchung abgegeben. Gefahndet wird nach Mikroplastik. Was wir da jetzt im ersten Schritt machen, ist, dass wir uns den Urine Color Chart hernehmen, um festzustellen, wie konzentriert der Urin ist. Weil wir natürlich auch davon ausgehen müssen, wenn er höher konzentriert ist, dass mehr Plastikpartikel enthalten sein könnte. Kunststoffkörper. Unser primäres Ziel ist ja, die Plastikbelastung uns anzuschauen. Das heißt, für das werden wir hauptsächlich die Probe verwenden. Wenn genügend vorhanden ist, würden wir auch alle Quote davon einfrieren für mögliche Mikrobiomanalysen, um das eben korrelieren zu können, ob es irgendwelche Zusammenhänge gibt zwischen der Plastikbelastung und dem Mikrobiom des Urins. Das Testergebnis wird erst in ein paar Tagen vorliegen. Ich bin gespannt und nervös zugleich. Was ich weiß, in den vergangenen paar Jahren haben sich die Nachweise von winzigen Plastikpartikeln in menschlichen Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen und Geweben gemehrt. Und das macht zunehmend Sorgen. Mikroplastik im Menschen von Sabrina Adelbrecht. Ganz gleich, ob im Meer, in Fließgewässern, in Böden unterschiedlichster Höhenlagen oder in der Luft. Plastik ist mittlerweile überall. In etwa 70 Jahren ist die Produktion von Kunststoffen weltweit rasant angestiegen und liegt heute bei etwa 400 Millionen Tonnen pro Jahr. Was in mehrfacher Hinsicht Sorgen bereitet, sind winzig kleine Kunststoffteilchen, besagtes Mikro- oder Nanoplastik. Derartige Partikel werden einerseits gezielt industriell hergestellt, unter anderem für Kosmetikprodukte wie Haarshampoos, Duschgels und Lippenstifte, aber zu 99% entstehen diese Partikel durch den Abbau und die Degeneration, wie wir sagen, von größeren Plastikprodukten, wie zum Beispiel einer PET-Flasche, woraus man zum Beispiel Wasser trinkt oder auch zum Beispiel Autoreifen, ja, die werden produziert als Produkt und dann werden durch Abrieb beim Autoreifen oder durch Zerfall aufgrund zum Beispiel physikalischer, wie zum Beispiel das UV-Licht oder eben mechanische Degradation, werden immer kleinere Partikel, bis sie sozusagen dann Mikropartikel sind, wenn sie kleiner als 5 mm sind und wenn sie kleiner als ein Mikrometer, also ein Tausendstel Millimeter sind, dann spricht man von Nanoplastikpartikel. Mit diesen winzigen Kunststoffteilchen sind wir auch in Innenräumen konfrontiert, sagt der Pathologe und Krebsforscher Lukas Kenner von der MedUni Wien. Und das nicht zu knapp, aber indoors haben wir andere Quellen, wie zum Beispiel eben Fasern von Pullovern, Teppichen, Wandfarben ist ein großer Punkt, Kinderspielzeug, etc. etc. Und die Belastung in den Innenräumen ist deutlich höher noch als die in den Außenräumen, muss man auch dazu sagen. Dass Mikroplastik für die Umwelt ein immer größeres Problem wird, ist schon seit längerem bekannt. Viel zu hören war in den vergangenen Jahren von der Kunststoffbelastung der Ozeane. Über Fische und Meeresfrüchte, die winzige Plastikpartikel mit Futter verwechseln, gelangen diese auch in die Nahrungskette. Gefunden wurden sie außerdem schon in Salz, Zucker, Honig, Obst, Gemüse, Reis, Trinkwasser und Bier. Wir schlucken also mit unserer Nahrung ständig Plastik mit und wir atmen es über die Luft ein. Vor einigen Jahren schon wurden mikroskopisch kleine Kunststoffteilchen tief in menschlichen Lungen entdeckt. Ebenso fündig wurden Forscherinnen und Forscher in Muttermilch, in der Plazenta, im Harn, in der Leber und sogar im Herzen. Dass Plastikpartikel auch im Blut herumschwimmen, haben Wissenschaftler der Universität Amsterdam nachgewiesen. Und Forscher und Forscherinnen aus Österreich hatten schon zuvor Plastikpartikel in menschlichem Stuhl gefunden. Das Ergebnis damals überraschte auch den Pathologen Lukas Kenner. Dass eben bei fast allen Teilnehmern in dieser Studie Plastik
da war und in gar nicht so geringen Mengen. Mittlerweile haben das ja viele Leute wiederholt, unter anderem wir natürlich auch in unseren Studien, vor allem in Graz. Dort läuft gerade Micro One, ein Referenzprojekt des Aktionsplans Mikroplastik der österreichischen Bundesregierung zu potenziellen Gesundheitsgefahren des Mikroplastikkonsums. Am Projekt beteiligt sind unter anderem die medizinischen Universitäten Wien und Graz. Durchgeführt wird Micro One vom Forschungsinstitut CBMed. Noch weiß man viel zu wenig darüber, was Plastikpartikel im Menschen anstellen. Unklar ist auch, wie viele dieser Teilchen jeder von uns regelmäßig aufnimmt. Die Schätzungen gehen weit auseinander. In einer internationalen Überblicksstudie war von bis zu 5 Gramm pro Woche die Rede. Diese Menge entspräche etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Mittlerweile wird dieser Wert aber für viel zu hoch gehalten. Wie viel Plastik jemand tatsächlich aufnimmt, sagt die Hepatologin und Projektkoordinatorin Vanessa Stadelbauer-Köllner, sei natürlich vom Wohnort, den Lebensbedingungen und der Ernährungsweise abhängig. Wenn man zum Beispiel aus einem Land kommt, wo Fisch zu den Grund- und Hauptnahrungsmitteln, Haupteiweißquellen zählt, ist die Belastung vermutlich höher als bei uns. Wenn man eben gar kein Fleisch konsumiert und wenn man darauf achtet, möglichst unverpackte Lebensmittel zu konsumieren und auch sonst sein Leben eher plastikarm gestaltet, wird man eine deutlich niedrigere Belastung haben. Dass Kunststoffpartikel schädliche Effekte in einem Organismus auslösen können, darauf deutet mittlerweile einiges hin. Der an Micro One beteiligte Pathologe Lukas Kenner hat Mäusen Mikroplastik unter das Futter gemischt und anschließend untersucht, wie rasch und wo sich dieses im Körper verteilt. Nach nur 2 Stunden wurde er fündig. In sämtlichen Organen der Nager, auch im Gehirn. Das hatten die Forscher bis vor kurzem noch für unmöglich gehalten. Und wir haben dann eine Studie gemacht, um zu zeigen, wie das sein kann überhaupt, dass das Plastik die Blut-Hirn-Schranke überschreitet, die ja ein Schutzwall ist eigentlich gegen schädliche, zum Beispiel Keime wie Bakterien, Viren oder auch Medikamente. Das ist ja ein ständiges Problem, ist auch in der Krebstherapie, dass eben gewisse Medikamente die Blut-Hirn-Schranke nicht überschreiten und deswegen Hirnmetastasen gar nicht so leicht zu therapieren sind. Und deswegen waren wir auch sehr überrascht, dass das Mikroplastik ganz schnell in das Hirn hineingeht. Das wissen die Forscherinnen und Forscher deshalb, weil sie unterschiedlich große Plastikteilchen mit verschiedenen Fluoreszenzmarkern gekennzeichnet haben. Es stellte sich heraus, nur Partikel kleiner als ein Mikrometer können die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Ob diese im Gehirn irgendetwas anrichten, muss erst erforscht werden. Mit den Auswirkungen von Mikroplastik auf die menschliche Darmflora, also die Zusammensetzung von Mikroorganismen im Darm, ist Vanessa Stadelbauer-Köllner im Rahmen des Projekts Micro One befasst. Die Professorin für translationale Mikrobiomforschung und Hepatologie an der Medizinischen Universität Graz berichtet von Bioreaktorexperimenten mit Stuhlproben. Die werden dann unter Sauerstoffausschluss kultiviert, so wie es in unserem Darm drinnen ist. Und wir können sie da in diesem Modellsystem für circa eine Woche stabil kultivieren. Und da haben wir dann unterschiedliche Mikroplastikarten dazugegeben und sehen dadurch Veränderungen. Eine interessante Veränderung ist eine Reduktion des pH-Wertes. Da sind wir jetzt gerade dabei herauszufinden, woran das genau liegt, welche Säuren da jetzt mehr entstehen als eben sonst entstehen sollten. Und wir haben uns auch die Zusammensetzung des Darmmikrobioms angeschaut und wir finden da schon Effekte, die spezifisch für verschiedene Plastikpartikel sind. Wir haben natürlich auch Kontrollen, wie zum Beispiel Zellulosepartikel oder Glaspartikel verwendet, die diese Effekte nicht zeigen. Wie sehr Mikroplastik die Darmflora durcheinander bringen kann, hat Lukas Kenner in Mäusekörpern direkt untersucht. Wir haben gesehen, dass die Biodiversität dieses Mikrobioms stark reduziert wird, ja, durch das Plastik, das wir unseren Mäuschen gefüttert haben. Und das ist etwas, was schon sehr bedenklich ist, weil eben gerade interessanterweise die pathogenen Keime sich vermehren können in dieser Situation und die eigentlich guten, also die Kommensalen, wie man sagt, Keime, die schützen, dass die abnehmen. Veränderungen der Darmflora werden unter anderem mit der Entstehung von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit oder chronischen Lebererkrankungen in Verbindung gebracht.
Unter bestimmten Umgebungsbedingungen, auch das haben die Wissenschaftler nachgewiesen, fördern die Kunststoffteilchen auch lokale Entzündungs- und Immunreaktionen. Bereits bestehende Entzündungen werden verstärkt. Haben Zellen winzige Plastikteilchen einmal aufgenommen, geben sie es bei der Teilung an ihre Tochterzellen weiter. Wie sich Krebszellen zum Beispiel im menschlichen Magen-Darm-Trakt diesbezüglich verhalten, haben sich Lukas Kenner und Kolleginnen genauer angesehen. Dazu muss man sagen, dass Tumorzellen normalerweise nichts behalten, was sie nicht brauchen können, jetzt, um zu überleben. Ja, und die wollen wirklich möglichst ewig leben und das tun sie auch eigentlich, ja, weil diese Tumorzellen eben nur dann sterben, wenn wir sie wirklich brutal therapieren, ja, oder halt abtöten. Ja. Und diese Partikel behalten sie auch, wenn sie sich teilen. Ja. Das heißt, behalten sie auch nach der Zellteilung, was uns besonders betroffen gemacht hat, sogar in einem Verhältnis von 50-50, wie bei den Chromosomen, wenn sie nach der Zellteilung in die Tochterzellen abgegeben werden. Und das kann womöglich die Entstehung von Metastasen bei Krebserkrankungen fördern. Bei der Plastikherstellung werden mehr als 10.000 Chemikalien verwendet. Etliche dieser Zusatzstoffe, die Kunststoffen erst ihre besonderen Eigenschaften verleihen, sind selbst nachweisbar gesundheitsschädlich. Vor allem jene Additive, die das körpereigene Hormonsystem stören. Man nennt sie endokrine Disruptoren. Jetzt, wo wir wissen, dass die Plastikpartikel selber in die Zellen und in die Organe reingehen, nehmen sie natürlich die Additive mit. Weil die ja Bestandteil der Plastikpartikel sind, daher müssen wir davon ausgehen, dass die Partikel, wenn sie in den Zellen sitzen und dort auch bleiben und nicht mit ausgeschieden werden, dass sie die ganze Zeit auch diese möglicherweise krebserregenden Additive abgeben können. Das macht uns auch große Sorgen. Ja. In den vergangenen knapp 3 Jahrzehnten sind laut einer unlängst veröffentlichten Studie mit Daten aus mehr als 200 westlichen Industrieländern bei Menschen unter 50 die Krebserkrankungen drastisch angestiegen. Stressoren dafür bietet unsere Zeit genügend. Wesentlichen Einfluss, so vermutet Lukas Kenner, dürfte wohl ein ungesunder Lebensstil mit falscher Ernährung und wenig Bewegung haben. Aber zu diesem modernen Lebensstil gehöre eben auch der ständige Kontakt mit Mikro- und Nanoplastik. Und im Zusammenhang mit den endokrinen Disruptoren, würde ich sogar sagen, wäre das in meiner Einordnung der Stressoren sogar recht weit oben. Was sich noch nicht beweisen lasse, fügt der Krebsforscher gleich hinzu. Auffällig sei aber, dass mehr als die Hälfte der bei Jüngeren beobachteten Tumoren solche des Gastrointestinaltrakts und des Hormonsystems sind. Magentumoren, Pankreastumoren, also auch Speicheldrüsentumoren, Dickdarm, aber auch natürlich das Mammakarzinom und das Prostatakarzinom, solche können auch dazu, ja, zu diesen Tumoren, die jetzt da im Steigen begriffen sind, in Patienten, die unter 50 Jahre alt sind. So wie über die gesundheitlichen Folgen noch viel zu wenig bekannt ist, so lückenhaft ist auch das Wissen über Eintragsquellen und Verbreitung von Mikro- und Nanoplastik. Diese Lücken zu schließen und in der Folge Kunststoffverschmutzungen einzudämmen, sind Hauptziele des Aktionsplans Mikroplastik der österreichischen Bundesregierung, der noch bis Ende kommenden Jahres läuft. Mit verschiedenen Projekten an diesem Aktionsplan beteiligt ist das österreichische Umweltbundesamt. Eines dieser Projekte beschäftigt sich mit Reifenabrieb, einer der Haupteintragsquellen für Mikroplastik in die Umwelt und auch in unsere Lungen. Laut einer Studie der Universität für Bodenkultur in Wien werden pro Kopf und Jahr in Österreich 2,4 Kilogramm Reifenabrieb emittiert. Und das sind im Jahr 21.000 Tonnen für Österreich gerechnet. Es gibt auch Schätzungen für Europa. Und da bewegt man sich zwischen 500.000 Tonnen und 1 Million Tonnen pro Jahr. Präzisiert die Mikrobiologin und Toxikologin Romana Horneck-Gausterer vom Umweltbundesamt Wien. Ein Reifen setzt sich aus unterschiedlichen Materialien zusammen. Aus Natur- und Synthese-Kautschuk, aus Füllstoffen, Weichmachern und anderen Additiven. Auch und gerade die enthaltenen Chemikalien stellen ein Problem für Tier, Mensch und Umwelt dar.
Zum Beispiel geht es dabei um Stoffe, die dem Schutz des Reifens vor Brüchigkeit dienen, wie etwa die sogenannten Paradiphenylendiamine, kurz PPDs. Diese Stoffe wandeln sich in der Umwelt um zu einem giftigen Transformationsprodukt. Und man hat herausgefunden in einer Studie, dass vor allem Silberlachse in den USA betroffen sind. Wenn es stark geregnet hat, führte das zu einem Massensterben dieser Lachse. Bei uns hat man sowas in der Art nicht beobachtet. Es ist jedoch so, es gibt für diese Stoffe, für dieses Transformationsprodukt auch Hinweise für Bachsaiblinge und die Regenbogenforelle, dass sie eben auch betroffen sein könnten. Außerdem, das hat eine Laborstudie des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien ergeben, außerdem könnten Chemikalien aus Reifenabrieb über Klärschlamm und Abwasser auch in unser Gemüse gelangen. Die meisten Reifenabriebspartikel finden sich logischerweise in der Nähe stark befahrener Straßen und Ballungszentren, sagt die Biologin Romana Hornig-Gausterer. In einem wissenschaftlichen Projekt gemeinsam mit der ASFINAG, der Autobahnen- und Schnellstraßenfinanzierungsaktiengesellschaft, untersucht das Umweltbundesamt nun Gewässerschutzanlagen auf Mikroplastik, Reifenabrieb und Reifenadditive. Das Ziel ist eben, die Funktion und auch das Rückhaltevermögen dieser Gewässerschutzanlagen zu untersuchen. Das, was gemacht wird, es wird der Zulauf beprobt und der Ablauf beprobt. Und dann soll in Folge herausgefunden werden, wie gut funktionieren die Gewässerschutzanlagen. Das Projekt läuft noch bis Mai 2025 und dann werden wir die ersten Ergebnisse bekommen. Wie viel Kunststoff in unserer Nahrung steckt, diese Frage gehen im Rahmen des Aktionsplans Mikroplastik österreichische und deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in gleich zwei länderübergreifenden Projekten nach. Es geht um Mikroplastikverunreinigungen in verschiedenen Kategorien von Lebensmitteln. Erster Schritt war, sich zwecks besserer Vergleichbarkeit der Untersuchungen auf eine Analysemethode zu einigen. Das heißt, dass wir hier wirklich im Mikrometerbereich, ja, Mikroplastik messen können und das sehr einheitlich. Das heißt, es sind hier drei Forschungspartner und man hat hier eben Proben geschaffen, ja, Musterproben und versucht hier mit Kenntnis, wie viel ist da drinnen, was ist da drinnen, einheitlich zu messen. Und selbst da haben wir gesehen, war das gar nicht so einfach. Hier hat es doch einige Verbesserungen gebraucht, dass das einheitlich möglich war und das ist aber jetzt sehr, sehr schön abgeglichen. Sagt Michael Washüttl, der Leiter der Abteilung Verpackung und Recycling im OFI, dem Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik in Wien. Im Projekt Microplastic at Food wurde in einigen Fallbeispielen im Bereich von 10 Mikrometer bis 5 Millimeter gemessen. An sich verfügt die Methode aber über einen Messbereich von 1 Mikrometer bis 5 Millimeter. In den Nanometerbereich ist man nicht vorgedrungen. Aber, so zumindest die theoretische Annahme, ist wenig Mikroplastik in einer Probe enthalten, kann man im Verhältnis dazu von ebenso wenig Nanoplastik darin ausgehen. Zunächst lag der Schwerpunkt auf einfachen Lebensmitteln. Dazu zählen Wasser und lösliche Lebensmittel wie Salz, Zucker oder Honig. Ebenso analysiert wurden Lebensmitteloberflächen. Die Proben wurden filtriert und mikroskopisch wie spektroskopisch untersucht. Um Verunreinigungen mit Mikroplastik auf die Spur zu kommen, wurde die gesamte Lebensmittelkette berücksichtigt. Von der Herkunft der Rohstoffe, den beteiligten Produktionsprozessen, der Verpackung des Lebensmittels bis zur Verwendung des jeweiligen Produkts. So viel vorweg, die Untersuchungsergebnisse waren, laut dem Biochemiker Michael Washüttl, durchwegs nicht sehr beunruhigend. Ein Beispiel: Einweg-Mineralwasserflaschen. Das sind jene, die immer wieder erwähnt werden, dass da Mikroplastik entsteht, dass man hier sich vorstellt, der Kunststoff blättert ab. Na, das passiert nicht, das hätten wir auch nicht erwartet. Und da ist wirklich die gute Nachricht, bei sehr vielen Mineralwasserflaschen aus Einweggebinden haben wir wirklich eine ganz geringe Mikroplastikpartikelkontamination gefunden. Einen höheren Anteil an Mikroplastik entdeckten die Forscher in manchen Mehrweggebinden aus Plastik. Aber auch in wiederverwendeten Glasflaschen waren oft mehr Kunststoffpartikel zu finden.
Diese stammten vermutlich aus Waschanlagen. Dazu bedarf es aber noch weiterer Untersuchungen. Bei den Lebensmitteloberflächen sind offensichtlich die jeweiligen Herstellungsbedingungen ausschlaggebend. Da ist halt auch eben wieder das Thema Raumluft, Raumluftfilter in den Produktionsanlagen. Das merkt man dann schon, ja, wenn da mehr oder weniger drauf geachtet wird. Manche Produktionsbetriebe haben ja sogar Reinraumluftbedienungen. Da ist es natürlich dann auch besser. Keine großen Sorgen müssten sich die Konsumenten und Konsumentinnen wegen der Plastikverpackungen machen, so Michael Washüttel, aber es gibt schon gewisse Materialien oder gewisse Verpackungen, wo man dann doch mehr findet. Ja? Aber im Großen und Ganzen sieht es gut aus mit Optimierungspotenzial. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie wurden in einem Leitfaden zusammengefasst, um Empfehlungen zur Verringerung und Vermeidung von Mikroplastik in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie zu geben. In einem Folgeprojekt liegt nun der Schwerpunkt auf komplexen Lebensmitteln wie Milchprodukten, trüben Säften oder verarbeiteten Fisch- und Fleischprodukten. Zurück nach Graz. Dort läuft im Rahmen des Projekts Micro One gerade eine Mikroplastik-Fastenstudie. Die Probandinnen und Probanden wurden gebeten, eine Woche lang im Alltag auf Kunststoffe möglichst zu verzichten. Auf Plastikverpackungen und Utensilien wie Zahnbürsten, Plastikflaschen oder Schneidbretter zum Beispiel. Wenn man sich das so anschaut, wenn man so ein Plastikschneidbrett zu Hause hat, wie tiefe Kerben da oft schon drinnen sind, wenn man das nicht regelmäßig austauscht. Irgendwo muss ja dieses Plastik hingekommen sein. Möglicherweise haben wir es mit dem Salat dann mitgegessen. Sagt die Hepatologin und Projektkoordinatorin Vanessa Stadelbauer-Köllner. Am Anfang und am Ende der Woche wurden die Teilnehmenden gebeten, eine Stuhlprobe abzugeben, um die Plastikbelastung im Darm vor und nach dem Fasten zu überprüfen. Zusätzlich wurden auch Fragebögen verwendet, um weitere Mikroplastikquellen zu identifizieren und persönliche Plastikbelastungen festzustellen. Die Daten werden gerade ausgewertet. Mit den Fragebögen ist das schon geschehen. Und da stellt sich heraus, dass es doch sehr schwierig ist, auf das Plastik zu verzichten. Ob das jetzt die Mikroplastikbelastung in unserem Stuhl reduziert hat oder nicht, das wissen wir noch nicht. Da arbeiten wir noch an der Auswertung. In der Europäischen Union sind Verunreinigungen durch Mikro- und Nanoplastik als Problem erkannt worden. Initiativen in unterschiedlichen Bereichen sind angelaufen. Die EU-Einweg-Kunststoffrichtlinie zählt zum Beispiel dazu, ebenso wie Verbote für bewusst zugesetztes Mikroplastik in verschiedenen Produkten. Schon bis 2030 soll das Mikroplastik in der Union um 30% reduziert werden. Ein sehr ambitioniertes Ziel findet Romana Horneck-Gausterer vom Umweltbundesamt Wien. Wenn nicht jeder Einzelne was dazu beiträgt, nämlich sein Verhalten zu ändern, wird das nicht funktionieren. Also man muss sich überlegen, wozu braucht man Plastik? Braucht man das überhaupt? Muss ich jetzt mit dem Auto fahren? Das heißt, eine Verhaltensänderung kann sehr viel bewirken und dadurch kann auch der Plastikeintrag in die Umwelt einfach auch vermindert werden. Und damit auch der in unseren Organismus. Ich treffe mich ein zweites Mal mit Christian Pacher, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter im Forschungszentrum SIBIMED. Wir sitzen vor einem Computerbildschirm. Es geht um meine Harnprobe. Frau Albrecht, wir haben jetzt Ihre Probe angeschaut und untersucht. Was Sie da jetzt sehen, ist eine Rasteraufnahme von verschiedenen mikroskopischen Bildern, die zusammengesetzt eben dieses ganze Bild ergeben. Der Hintergrund ist der, dass das jetzt sehr hochauflösend ist. Ich sehe vor mir einen violetten Mond mit rosa leuchtenden Einsprengseln. Ein Abbild der Filteroberfläche mit fluoreszierenden Partikeln, die sehr wahrscheinlich Mikroplastik sind. Das ist aber ganz schön viel. Schaut aus wie ein Sternenhimmel aus rosa Sternen. Da ist jetzt schon ein erhöhter Wert zu sehen im Vergleich zu manchen anderen. Aber umgekehrt gibt es wieder Proben, wo noch viel mehr zu sehen ist. Also guter Mittelwert, hätte ich gesagt. Nicht wirklich beruhigend. Ich werde künftig mehr darauf achten, Plastik im Alltag zu vermeiden. So gut es eben geht. Kunststoffkörper.
Mikroplastik im Menschen von Sabrina Adelbrecht. Redaktion Armin Stadler.